Anfang September ist Erntezeit in Abensberg in der Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt. Seit über 1100 Jahren wird hier Hopfen geerntet, eine der vier Zutaten des deutschen liebstes Getränk, dem Bier. Rund 90% des deutschen und ein Drittel des weltweit verarbeiteten Hopfens werden hier in der Hallertau produziert. In vierter Generation bewirtschaftet Wolfgang Metzger seine Hopfengärten. Erntezeit ist nur 3 bis 4 Wochen, dann muss alles schnell gehen, in vielen Schritten mit hohem Tempo. Ja, wir ernten den Hopfen grün und dann geht er in die Pflücke rein, wird gereinigt, rauf ins Zwischensilo und dann in die Trocknung. Das muss relativ schnell gehen. Wenn der zu lange zwischenlagert, dann verliert er an Farbe, an Glanz. Und das wollen ja die Brauer der Kunde nicht haben. Stolze 7 Meter hoch wachsen die Reben an den oben gespannten Draht heran und können ebenso bis zu 7 Meter tief in der Erde wurzeln, wo der Hopfen das Wasser für seine wichtige Frucht herzieht, die Dolde. Pflanze für Pflanze schneidet die Maschine ab und zieht sie auf die Ladefläche. Später auf dem Hof geht es per Hand weiter. Ja, der nimmt diesen abgeschnittenen Rebenstrunk und den muss er jetzt in die Maschine einführen. Jede einzelne Rebe wird in die Maschine gehängt, die alles Unbrauchbare von der Frucht abtrennt. Boldern nennen die Hopfenbauern den Vorgang, bei dem die hellgrünen kleinen Dolden von den Ästen gepflückt werden. Zur Hopfenproduktion brauchen wir nur die Dolden, die Frucht. Und der Rest von der Pflanze, der geht hinten raus als Kompost und der geht wieder zurück auf die Felder. Bei der Dolde selber kommt es vor allem auf das Innenleben an. Ja, entscheidend für den Hopfen ist eigentlich das, was da drin ist. Das ist die Alphasäure und das ist für den Brauwirt entscheidend. Und in diesen kleinen gelben Kernen steckt die Alphasäure, die dem fertigen Bier später die Bitterkeit und das Aroma verleiht und letztlich das Bier zum Schäumen bringt. Nur eine einzige Dolde reicht für 1 Liter Bier. Sind die Dolden von den Ästen getrennt, kommen sie sofort in den Trockenraum, wo ihnen das Wasser entzogen wird. Kommt von draußen rein, der hat ja immer noch über 90% Wassergehalt. Insgesamt 4,5 Stunden lang werden die kleinen Früchte bei 65 Grad Lufttemperatur getrocknet. Und wir haben jetzt hier 3 Stockwerke. Die oberste wird befüllt. Nach 1 Stunde und 15 Minuten wird durchgekippt. Das sind so Jalousien, geht es ins nächste Stockwerk runter. Nur 10% Wassergehalt ist das Ziel. Erst dann können die Dolden zu Bier verarbeitet werden. 44 Hopfensorten gibt es in Deutschland. Bauer Wolfgang Metzger hat gleich 12 im Angebot. Die verschiedenen Sorten werden alle in große Säcke gefüllt und dann geht es zu den Bierbrauern in die ganze Welt. Das ist der letzte Arbeitsschritt. Da kommen jetzt ca. 60 Kilogramm in unseren Bollen rein. Aus einem Sack Dolden werden später über 50.000 Liter Bier. Eine ergiebige Ausbeute ist wichtig. Schließlich ist nur einmal im Jahr Hopfenernte. Für das Münchner Oktoberfest brauchen wir 1,5 Hektar Hopfen. Hier in der Anlage ernten wir am Tag zwischen 3 und 4. Also jetzt ist Mittag. Ich würde sagen, also die Menge, die wir für das Oktoberfest brauchen, die haben wir jetzt geerntet. Wie gut, dass es Hopfenbauer Wolfgang Metzger gibt, der dafür sorgt, dass auf der Wiesen und auf der ganzen Welt niemals das Bier ausgehen wird. Ons zwar Xofa.